So, es wird etwas schummriger. Hier eine andere Voliere mit anderen Gloster-Nachzuchten, jedenfalls überwiegend Teil. Der Corona, der in der Mitte ist, das ist ein Grizzle Corona, das heißt ein rein gelber Vogel, dessen Haube zwar als Jungvogel, also als Baby, dunkel war, aber jetzt, wenn Sie vorne sehen, da ändert sich jetzt die Corona zu einer hellen Haube. Das heißt, hier ist es genau umgekehrt. Die Jungvögel, die ja im Allgemeinen bei den Glostern an Farbe dazu gewinnen, bei Grizzle ist es genau umgekehrt. Ein Grizzle wird geboren mit einer dunklen Haube und bekommt dann eine dunklere Haube. Vom Typ her, ja gut, er ist ein ansprechender Typ, zeigt gute Brust, auch einen guten Rücken. Der Kopf scheint auch nicht zu klein zu werden. Generell wird es doch ein recht großer Vogel, nicht so klein, wie ich mir einen Gloster Corona vorstelle. Ja, dahinter ist ein gelb gescheckter Corona, der schon als Jungvogel einen recht schmalen und langen Eindruck machte und das jetzt in der Jungmauser auch bestätigt. Folglich will ich damit sagen, dass die Coronas oder die Consorts, die Jungvögel, wenn sie ausfliegen, ein kleiner, kompakter Typ darstellen, dass die nach Beendigung der Mauser dieses Versprechen oftmals dann auch einhalten. Hier ist ein Corona in schwarz-gelb, fast ohne Scheckung, oder ich glaube, er hat überhaupt eine gelbe Feder. Ein interessanter Typ, der jetzt auch voll in der Mauser ist. Davor ist ein schwarz-weißer Consort-Scheck. Auch mir zu flacher Bauch, das heißt, zu wenig Rücken, insgesamt der Vogel mir zu flach und zu hoch stehend. Ein Hahn steht zwar höher, aber er soll doch nicht so hoch stehen wie dieser Vogel und er hat zu wenig Kopf. Also generell zwar ein recht federloser Vogel, aber zu wenig Qualität im Ganzen.